So, im wunderschönen Rumänien. Darian genießt noch das Wetter. Ich hoffe, es wird nicht regnen. Fit? Ja, auf jeden Fall ordentlich angezählt von gestern. Kälteste Tag in meinem Leben. Aber war mit Ansage, haben wir gesagt, dass das so wird. Ja. Der Regen hat es nicht unbedingt besser gemacht für den gestrigen Tag. Matti geht heute als erstes an den Start. Matti, wie ist dein Wohlbefinden heute? Ja, ganz gut. Bisschen Druck ist natürlich da. Top 30. Wäre cool, wenn ich sie halten könnte. Also mal schauen, was wird. Wie sind die Wetterprognosen für heute? Also der Himmel sagt Regen. Je nachdem, wo man sieht. Ja, sieht recht dunkel aus. Laut Briefing trocken heute. Das ist schön. Extra soft ist trotzdem montiert. Ja, geht jetzt langsam los. Hier ist die Startaufstellung. Da hinten beim Red Bull Bogen ist dann der Start. 3, 2, 1. So, noch ist die TV-Crew bei Theo Kabakchev. Jetzt gleich, bevor ihr interviewt werdet, Fragen noch einmal durchgehen. Dari, wie geht's dir? Ja, soweit eigentlich ganz gut. Der Magen macht ein bisschen Faxe, aber... Hier, das fährt sich gleich raus, hoffentlich. Motiviert bist du? Ja, auf jeden Fall. Das ziehen wir durch hier heute. Moped ist startklar? Moped ist super. Wir haben richtig gute Mechaniker-Crew hier. Da auch nochmal dickes Dankeschön an die Jungs. Yannick, wie geht's dir? Auch ganz gut. Echt platt mittlerweile, aber heute nochmal angreifen. Gestern Timebar gekriegt, heißt, wir haben den Checkpoint nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft. Darfst du einmal haben während der Romaniacs, wenn das nochmal hast, heute war aber raus. Auch wegen Regen. War, ja, gestern hat es angefangen zu regnen, gestern Nachmittag wieder viele schwierige Downhills. Wir haben hinterher zu dritt einfach nur noch die letzten Downhills. Ich weiß nicht, wie viele schwierige Downhills da kamen. Wir haben zu dritt hinterher stundenweise da runtergeschoben, weil es nicht mehr ging für uns. War nicht mehr fahrbar. Dann kam noch so ein Uphill, sind wir hochgefahren, da kamen schon ganz viele Fahrer entgegen. Die haben abgebrochen, weil die den Uphill gesehen haben. Und standen wir vor und haben gesagt, okay, ist nicht mehr fahrbar an der Zeit. Haben abgebrochen. Also heute vielleicht hoffentlich den ersten Tag ohne Regen. Hoffentlich. Das wäre praktisch. Alles genau. Klar, danke Jungs. Was hältst du so von dem Service Point heute hier? Jetzt haben wir mal Platz, wo wir uns aufbauen können. Ist so, einer der besten eigentlich. Direkt an der Road, wo die durchfahren. Da hat uns hier Icke wirklich geil. Er hat uns hier einen schönen Stellplatz freigehalten. Ich glaube vom Wetter und von der Location, was Service Point angeht, hier wirklich einer der besten Plätze, die wir jetzt bekommen haben. Die Fahrer werden auch von der Seite aus kommen, nach dahin wieder durchstarten. Matti, wie ist die Lage? Kriegt ihr gerade noch Hände getaped? Was sagt die Ausdauer? Harter Tag heute. Oh, der Rücken ist so, die Hände sind fertig. Ist das Wetter gerade? Geil. Wetter ist gut, ne? Wir haben hier auch wirklich sonnig. Moped ist größtenteils heile. Bisschen die Klemmung gerade verdreht, alles wieder ein bisschen gerade gemacht. Dari, wie ist der Tag so gelaufen? Die erste Halbzeit? War ja deutlich mehr als eine Halbzeit. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie schon 80, 90 Kilometer auf der Uhr. Carlos ist zum Glück noch heile. Ich bin ein paar Mal geflogen, gerade heute dann in den letzten ein, zwei Stunden. Ich merke auch mein Schlüsselbein, das brennt da so ein bisschen. Irgendwie brennt alles. Ich habe mich gerade dazu entschieden, jetzt heute nicht weiterzufahren. Morgen nochmal an den Start zu gehen, ein bisschen Kräfte zu sammeln. Ein DNF haben darf, also Do Not Finish. Das setze ich jetzt heute taktisch ein, damit ich eben entsprechend morgen noch eine ordentliche Chance habe. Yannick, Silberpilot. Heute an den Start gegangen und dann? Heute an den Start gegangen, 15 Minuten hingefahren zum Start. Da habe ich schon gemerkt, dass einfach die Kraft fehlt, um das Ding noch festzuhalten. Auf den ersten 10 Kilometern ist der erste Mensch angestellt auf dem Moped. Also für mich ist jetzt gut gewesen. Hat nicht gereicht für Silber. War auf jeden Fall knackiger als gedacht. Erster Tag war der härteste Tag in meinem Leben. Noch nie so an die Grenzen gegangen. Werksmechaniker. Start, Tag 4. Matti, wie sieht's aus? Bist du fit noch oder merkst du so langsam? Ja, den Knochen, aber freue mich heute, letzter Tag, kann man alles geben. Zielhang, wide open, bin gespannt, wie es wird. 137 Kilometer, aktuell liegst du auf 21. Was meinst du, knacken wir die Top 20? Ich versuch's. Matti, bis zum Ziel.
stehe gerade in so einer Bronzespur. Hier so ein kleines Stück hoch. Eigentlich nichts Besonderes. Man sieht den Fahrern schon an, dass sie jetzt 3 Offroad-Tage in den Knochen stecken haben und jetzt langsam auch müde werden. Das Ziel ist erreichbar. Letzter Tag, Offroad-Tag 4, Service Point. Matti ist schon durch, sagt aber, ist wirklich hart, hart. Wir warten jetzt noch auf Dari. Noch ein bisschen Verspätung. Oder, Yannick? Was mit Dari? Gucken wir gerade, da sieht man es erkennen kann. Checkpoint 2, um 11.50 Uhr passiert. Ist jetzt schon ziemlich lange unterwegs. War gestern kräftetechnisch auch nicht mehr so gut aufgestellt. Nach der Pause hat er gesagt, ist erstmal gut. Man darf sich ein. Timebar quasi genommen. Um dann mit vollen Kräften halt wieder heute anzufangen. Matti ist im Service Point. Heute sehr anstrengend, so wie es ausschaut. Nochmal hier eine schöne Massage von Yannick. Matti, wie sieht's aus heute? Ich hab's besser als der Jarvis neben uns. Also heute ist anstrengend, weil es sind nur Wege mit Wurzeln, Steine, Geballer. Ist nicht so mein Ding. Technische Sache ist wenig drin. Mal schauen. Ich bin froh, wenn ich es geschafft habe und im Ziel bin. Man muss kämpfen. Moped sieht ganz gut aus. Oder was sagt der Chefmechaniker? Nee, super. Also wenig Matsch. Kühler sind ziemlich frei. Da brauchen wir nichts mehr machen. Sieht soweit gut aus. Wir haben jetzt noch 2 Klicks Druckstufe aus der Gabel genommen. Das hilft vielleicht ein bisschen gegen die Steine und Wurzeln, dass hier die Schläge ein bisschen mehr wegdämpft. Hoffen wir, dass das so läuft. So, Matti, Finish. Glückwunsch. Danke. War härter als gedacht. Also der letzte Tag hat nochmal ordentlich gezehrt an meinen Nerven und an meinem Körper. Also. Ja, hallo, liebe Dirtbiker Magazine Freunde. Wir sind von unserem Rumänix Abenteuer mittlerweile wieder angekommen. Im beschaulichen Münsterland, wieder im Berufsleben gefangen. Genau, wir wollen euch jetzt nochmal so ein kleines Feedback geben zu den Rumänix im Hinblick auf, wie hat es uns gefallen. Für uns war es auch das erste Mal. Was würden wir beim nächsten Mal besser machen? Hat die Klassenauswahl gepasst? Moped alles gepasst? Ich fasse mich kurz. Rumänix Silberklasse 2023 war, glaube ich, knackig, kann man sagen. Ich bin das erste Mal gefahren, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe mich mit anderen Fahrern unterhalten, die es schon mehrmals gefahren sind. Die sagten, dieses Jahr war auf jeden Fall eine harte Nuss. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich habe am dritten Tag dann abgebrochen. Ich war körperlich total empty. Ich konnte nicht mehr. Genau, war für mich dann in dem Moment das Beste. Bevor ich mich da verletzt habe, ich gedacht, das ist nicht wert. Unkonzentriert gewesen dann auch. Der erste Tag war relativ hart. Alles fahrbar, alles gut, aber die Downhills, die krassen und vor allen Dingen auch die Uphills, die wiederholen sich halt stetig und über die Distanz staucht das dann schon ganz schön. Das habe ich unterschätzt und vor allen Dingen auch die Downhills habe ich unterschätzt. Sehr steile Klamotten dabei, da muss man wirklich oft, also ich muss einigermaßen oft absteigen und schieben, weil es für mich, gerade als es nass war, dann hinterher in der zweiten Tageshälfte, am ersten Tag und am zweiten Tag auch nass war, es hat geregnet. Die Baumwurzeln, da muss ja nur eine Wurzel falsch liegen, dann bist du weg, dann rutschte. Und dafür waren die Hänge dann zum Teil auch einfach zu gefährlich, meiner Meinung nach. Ja, erster Tag dann das Gewitter, der Sturm oben in den Bergen, habe ich so noch nicht erlebt. War eine krasse Erfahrung, auf jeden Fall richtig krass gedonnert. Geregnet, gehagelt, gewittert. Wenig Leute angehalten, muss man nochmal sagen. Props an alle, die da mitgefahren sind. Spaß gemacht. Ersten Tag dann vollkommen energielos, empty ins Ziel gekommen. Konnte mich dann am zweiten Tag auch nicht wirklich wieder regenerieren. Hat es am zweiten Tag dann nachmittags auch wieder angefangen zu regnen und am dritten Tag hatte ich dann einfach keine Power mehr. Silber war dieses Jahr, glaube ich, touch too much für mich. Ich werde es irgendwann nochmal probieren. Mit dem Wissen, was wir aus der Erfahrung noch mitnehmen, klappt es vielleicht besser. Man geht an die Sache, glaube ich, auch mental dann nochmal anders ran, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Ja, aber trotzdem viel gelernt. Ein Highlight auf jeden Fall gewesen, der Prolog. In so einer Kulisse einfach mal zu fahren und auch die Obstacles in der Intensität zu fahren. Die Gelegenheit bekommt man nirgendwo anders, denke ich. Auf jeden Fall ein Erlebnis. Highlight für mich persönlich. Spaß gemacht. Bike. Mega funktioniert, 23er Gasgas, 300er, ich glaube was anderem als einer 300er Zweitakt braucht man im Grunde genommen auch nicht teilnehmen, das ist schon die Macht. Fahrwerk von Blue Bee Suspensions, X-Egg Pro, danke an Uwe und Mirko, mega geiles Ding, also wer sich überlegt Bronze oder Silber zu starten, ist auf jeden Fall eine Investition wert, kräfteschonend und auch vor allen Dingen sicher. Wenn du da mal irgendwie ausgehebelt wirst oder so, das Fahrwerk schluckt das einigermaßen weg. Nicht zu vergleichen mit dem Serienfahrwerk. Werde ich mir jetzt auch zulegen. Ich habe es vorher nicht besessen, aber für mich ist das jetzt gegessen, das Thema. Runde Sache, würde ich sagen, trotz nicht
trotz Did Not Finish, genau. Für mich steht fest, ich mache es irgendwann nochmal. Ich hoffe, ihr habt einige Erfahrungen mitnehmen können aus unserem Vlog. Ist jetzt nicht professionell gewesen, irgendwie ist jetzt auch zwischen dem Renngeschehen irgendwie zusammengeschnitten worden und so und gefilmt worden. Seht uns das nach, wenn wir dann an einer oder anderen Stelle irgendwie unprofessionell waren. Aber wir haben es versucht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann vielleicht auch mal selber bei den Rumänix. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Kurzes Resümee bezüglich der Klassenwahl, dem Motorrad und meinen persönlichen Highlights. Also fangen wir an mit der Bronzeklasse, die ich gewählt habe, aus dem Grund, weil ich beim Enduro Panorama die Expertklasse gefahren bin und von mehreren Fahrern, die Rumänix auch gefahren sind, gehört habe, dass wenn man die Expertklasse beim Panorama fährt, auch man gut die Bronzeklasse fahren kann bei den Rumänix. Dementsprechend war dann die Wahl getroffen und war auch im Nachhinein genau die richtige Wahl. Die Gesamtfahrzeit waren bei mir jetzt 21 Stunden, 25 Minuten und 49 Sekunden an den 4 Fahrtagen. Zusammengefasst war es halt eine relativ schnelle Tage mit schnellen Etappen, ja doch hohen Kilometerzahlen pro Tag. Technisch waren es jetzt keine sehr schweren Auffahrten, ein paar lange steile Abfahrten, auch nicht sehr technisch. Hier und da gab es ein paar Überraschungen, wie so querliegende Baumstämme am Hang, da hat sich dann auch meistens gestaut oder ein Steinfeld. Aber sonst hat es soweit gepasst, perfekt. Zum Motorrad von mir, was ich gefahren habe, ist eine KTM EXC von 2022. Ein paar Änderungen gemacht für Hard Enduro, also wie Bremsscheibenschutz vorne und hinten. Natürlich ein dicker Motorschutz von Moose Racing aus Kunststoff. Dann Fahrwerk ist ein Cone Valve Gabel und ein Tracksdämpfer verbaut mit einem Enduro-Setting oder beziehungsweise Hard Enduro-Setting, also relativ weich. Wichtigste natürlich ist der Grip, haben wir auf Metzler gebaut. Metzler hat uns da auch unterstützt. Supersoft für vorne mit Supersoft Mousse und ein Extrasoft für hinten oder mehrere Extrasoft für hinten mit Supersoft Mousse, was wir zusätzlich noch gebohrt haben. Das war im Nachhinein die perfekte Entscheidung. Also Grip in allen Lebenslagen, am Reifen hat es nie gelegen. Dann eine Kleinigkeit noch, was wichtig ist, auch der Grip am Hintern ist wichtig. Da haben wir alle auf einen X-Grip-Sitzbankbezug, haben uns da verlassen. Und das war der nennt sich Baboon Spud. Also klare Empfehlung, auch da. Die Highlights waren für mich ganz klar der Prolog. Da war der Adrenalinspiegel so hoch, das war Wahnsinn, dieses Feeling von den ganzen Leuten zu fahren. Das sollte man mal gemacht haben. Ja, an den Fahrtagen waren so die Highlights, wenn man Zeit dafür hatte. Ja, ganz klar die Natur. Also wenn man sich mal ein bisschen umgeschaut hat, durch was für Wälder man gefahren ist. Also atemberaubend. Ganz am Ende natürlich der Final Hill Climb Gush Tarizza. Das war natürlich auch nochmal super vor der ganzen Kulisse mit dem Zieleinkunft. Das war natürlich ein überwältigendes Gefühl. Also Tagesablauf war folgendes, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, um es ein bisschen einfacher zu strukturieren. 4.30 Uhr war Aufstehzeit, da ging der Wecker. 5 Uhr frühstücken, also schon mal ein bisschen Körper, schon mal ein bisschen Energie geben. Ich bin nun mal kein Frühstücksmensch, aber das musste dann sein. Bei 6 Stunden Fahrzeit, 5 Stunden Fahrzeit ist das schon wichtig. 5.30 Uhr ging es zum Pickup fürs GPS. Ab 5.30 Uhr, meistens sogar ab 5 Uhr konnten wir es abholen im Fahrerpaddock. Um 6 Uhr ging es dann meistens los zum Offroad-Start, weil man eine gewisse Fahrzeit hatte zwischen einer halben Stunde und 1 Stunde 20 Minuten ungefähr. Und dann wurde je nach Platzierung zwischen 7 und 8 Uhr gestartet. Also die vorderen Platzierungen starten natürlich früher, logischerweise. Nach 2 bis 4 Stunden war ungefähr immer der Service Point erreicht. Da ging es dann nochmal um Energie zu tanken. Also die Jungs von der Service Crew hatten dann Pasta gemacht und gab es dann Getränke, mal eine Cola trinken oder sowas in die Richtung. 12 bis 14 Uhr war dann der Zieleinlauf, zumindest bei mir. Ja, bei anderen Klassen hat es dann, oder bei Fahrern, die später unterwegs waren, war es dann so, dass am ersten Tag zum Beispiel ein Riesenunwetter war, Zieleinlauf deutlich verspätet war. Danach wurde dann halt von den Fahrern, wer wollte, konnte dann mit einer Karte kostenlos einmal eine Portion Pasta holen und ein Red Bull. Habe ich auch jeden Tag gemacht, weil das war nötig. Man war schon ziemlich K.O. Ja, und dann habe ich meistens, also die Service-Jungs waren dann schon in der Regel, waren die schon da bis auf ein, zwei Mal. Dann umgezogen, Motorrad eingeladen und auf die anderen Fahrer gewartet. Und wenn da eine große Differenz war von der Zeit her, dann schon nach Hause gefahren und die anderen Jungs dann später abgeholt. Ja, 17 Uhr war dann, sind wir ungefähr in der Pension dann meistens angekommen. 18 Uhr hat dann die Service Crew die Motorräder gewaschen.
18:30 ungefähr dann sich die Motorräder angeschaut, was sind für Defekte, muss was getauscht werden und so weiter und so fort. Und dann auch dementsprechend den Hinterreifen gewechselt. Vorderreifverschleiß war relativ gering, also da musste man nicht wechseln. Aber der Hinterreifen, der wurde dann schon eigentlich fast jeden Tag gewechselt. 19.30 Uhr meistens gab es dann Abendessen, Energietanken für den nächsten Tag schon wieder. Und 20:30 bis 22 Uhr hat die Service Crew dann noch für den nächsten Tag Essen vorbereitet und den Bulli fertig gemacht, also Motorräder eingeladen, alles was man so braucht. Dann 23 Uhr war meist Schlafenszeit, zumindest für die Fahrer. Die Service Crew war dann teilweise noch länger unterwegs, wenn dann noch was zu reparieren war. Ganz kurz noch zur Service Crew. Also die Service Crew bestand bei uns aus drei Leuten, und zwar Jürgen, Henry und Jan. Bei uns hat Jürgen die Reifen gemacht und war der Küchenchef, also Pasta vorbereitet für den nächsten Tag. Und alle Utensilien, die man sonst noch braucht, Banane, Getränke und so weiter und so fort. Henry und Jan haben die ganzen technischen Arbeiten gemacht am Motorrad, bis auf Reifen, und haben den Bus dann auch dementsprechend beladen mit Ersatzteilen und alles, was man so braucht, Zelt. Zusätzlich hatten wir noch ein weiteres Fahrzeug, ein BMW X3, der so als mobiles Schnelleingreiffahrzeug dienen sollte, was wir zum Glück nicht gebraucht haben. Der war dann auch nochmal ausgestattet mit ein bisschen Werkzeug für das Nötigste. Moin Leute, da ist das Ding. Red Bull Rumaniacs, Finisher Medaille, Bronze Class. Insgesamt leider nur 125. oder 27. war es jetzt. Krasse Erfahrung gewesen. Bin auf jeden Fall stolz, dass ich es geschafft habe. Das realisiert man irgendwie auch gerade so wirklich erst. Wir sind jetzt seit gut zwei Tagen wieder zu Hause. Was da so alles passiert ist in den Offroad-Tagen, in dem Prolog. Der letzte Tag, die Zieleinfahrt, mega Stimmung da in der Arena. Die Zieleinfahrt, das war einfach nur Gänsehaut bis in die letzte Haarspitze. Geile Aktion, einfach nur geile Aktion. Ich bin so froh, dass wir das gewagt haben. Trotz des Schlüsselbeinbruchs kurz vorher noch. Das war auch der Grund, warum ich dann am Freitag, also am zweiten und dritten Fahrtag, echt nicht so liefern konnte und performen wollte, wie das so geplant war. Trotzdem war Ziel, einfach durchzukommen, zu finishen. Das habe ich getan, das haben wir getan. Eine mega geile Crew dabei gehabt, die einen unfassbar geilen Service gemacht haben. Die Motorräder abends, nachts noch wieder fertig gemacht haben, in den Service Points da Nudeln und alles gemacht haben. Auch an dieser Stelle nochmal fettes Dankeschön. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Super organisierte Veranstaltung, allen im allen. Auf jeden Fall ein Thema, was ich vielleicht nicht nächstes Jahr, aber irgendwann auf jeden Fall nochmal wieder machen werde. Kann es nur jedem empfehlen, der wirklich ambitioniert den Enduro-Sport betreibt. Das ist wirklich einfach die Höhe. Emotional, aber auch eben fordernd. Hab alles gegeben, bin unfassbar stolz. Und bis zum nächsten Event.